wir sind mit einer weiteren Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon. Ja, sind wir hier und wir werden dann jetzt weiterfahren in der ganzen Angelegenheit hier. Können wir die Goldbahn überhaupt ablegen oder haben wir die generell einfach dabei? Okay, ich glaube Goldbahn können wir tatsächlich nicht ablegen. Das heißt wiederum, wenn wir quasi, können wir es bei dir ablegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, können wir auch nicht. Okay. Alles klar. Okay. Dann erstmal nur so ein bisschen hin und her. Okay, dann hier. Also, wir waren noch hier, meine Güte. So, was gibt es denn hier noch auf der Karte? Und ich bin ein bisschen verwirrt, sorry dafür. Hier nach oben und hier nach rechts geht's weiter. Gucken wir mal hier nach rechts runter. Oh, ein Lapras. Cool. Das bringt uns wahrscheinlich auf andere Inseln oder Kontinente. Es gibt ja 5 oder 4 Kontinente auf jeden Fall, die von allen anderen Mystery Dungeon Spielen sind und dem hier. Deswegen denke ich, dass das letzte Mystery Dungeon Spiel ist, wer weiß. Das Gebäude ist ganz schön abgefahren, obwohl das wohl das Hauptquartier ist. Mal sehen, was auf dem Schild steht. Hauptquartier des Forscherteams. Ja, deutlicher könnte das nicht sein. Hausierer dagegen wenig. Das ist echt. Aber davon lässt sich ein echter Hausierer natürlich nicht beeindrucken. Im Gegenteil, man fühlt sich gerade erst ermutigt. Ah ja. Aha. Ja. Okay. Komm, gehen wir. Ja. Hallo? Stille. Ist irgendjemand hier? Komisch. Es müsste doch eigentlich irgendjemand da sein. Vielleicht finden wir in einem anderen Zimmer jemanden. Schauen wir einfach mal ein bisschen rum. Okay. Nichts. Nichts. Was ist hier? 10 Grundsätze des Forschens, 6 bis 10. Berichten, Meldung machen, Rat einholen, lernen aus deinen Fehlern. Hab Vertrauen in dich und deine Freunde, lass es nie an Mut und Hoffnung mangeln. Melde dich im Ernstfall an das Forscherteam. Okay. Zehn Grundsätze des Forschungsteams 1 bis 5. Beginne jeden Tag mit munterem Gruß. Spare nie an Schlaf und Nahrung. Gib dir bei jeder Arbeit dein Bestes. Achte stets auf Familie und Freunde. Genieße dein Leben und lass auch mal alle 5 gerade sein. What? Hä? Keine Ahnung, was das heißt, aber gut. Was haben wir hier? Speisesaal. Auch hier jemand. Nicht. Ah, hier ist was. Ein Apfel. Ja, welch ein Zufall. Tatsächlich. Gucken wir mal. Hubex, sieh das mal an. Das ist etwa zu sehen. Ist das etwa eine große Karte? Hubex, das ist der Kachak-Turm. Warum hat es so einen dämlichen Namen? So sieht er also aus. Boah. Zumindest denke ich, dass es das ist. Sieh nur, manche der Orte sieht man klar und deutlich, andere wiederum erkennt man kaum. Tatsache. Die Orte, die man sehen kann, werden von großen Wolken verdeckt. Also der Kachak-Turm bietet wirklich eine sehr außergewöhnliche Karte. Wenn immer neu entdeckt wird, lösen sich die entsprechenden Wolken auf. Und auf diese Weise wird Stück für Stück diese Weltkarte vervollständigt. Aus der Bahn. Okay. Was ist denn hier auf einmal los? Diese Verkaufs sind nicht davon, Flauschling. Nennst du nicht dazu? Ist dir denn nicht bewusst, was du mit damit anrichtest, Flauschling? Versprichst du mir, das nie wieder zu tun? Das kann ich nicht. Oh, ich verspreche dir deine. Das gibt's doch nicht! Du kannst nicht die ganzen Decke rein. Doch.
Ganz alleine auffressen. Also mir reicht es echt langsam. Boah. Und zerstört. Der Kajak-Turm. Oh, mein ganzer Schweiß und meine Träume. Alles umsonst. Flopterix, und zum Jammern ist jetzt keine Zeit. Pamelin hat recht. Im Moment bin ich wütend. Der wegen unseres Essens. Oh je, mein Magen. Ich spüre, wie er sich qualvoll zusammenzieht. Ich kann nicht mehr, ich falle um vor Hunger. Boah. Was? Wieso das denn jetzt auf einmal? Genau. Wir sind doch diejenigen, die nichts gegessen haben. Erst einmal alle K.O., weil die Hunger haben. Cool. Ja, keine Sorge. Uns geht's spitze. Wir sind nur hungrig. Dass wir nicht uns rühren können. Zu der Wahlmitglieder des... Ja, wir sind Mitglieder des Forscherteams. Nur, und unsere Gesamtessensvorräte... Naja, von diesem Vielfraß aufgegessen. Was? Und trotzdem wisst... Sie. Okay. Als erstes vor allem Hunger umgekippt. Das ist nicht zu fassen. Jedenfalls können wir uns kein Stück mehr bewegen. Wir brauchen dringend was zu essen. Tut uns leid, aber wir können nicht zufällig... Ah, alles klar, wir kümmern uns drum. Hubex, gehen wir zum Stadtplatz und treiben schnell etwas zu essen auf. Alles klar. Möchtest du Spielstand speichern? Ja, möchte ich sehr gerne. Wir haben Äpfel, aber wir müssen was auftreiben. Okay, warum nicht? Haben wir wahrscheinlich schon, weil Nacht ist. Das kommt mir fürchterlich bekannt vor. Puh, das war lecker. Boah, ich bin pappsatt. Boah, das war... Ich fühle mich irgendwie neu geboren. Vielen Dank, ihr zwei. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich für eine Stimme einem Vielfraß geben soll. Außer meine eigene. Aber naja, gut. Ja, vielen Dank. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Da musst du gerade reden, Froschling. Wir sind schließlich nur hier wegen dir. In aller Welt habt ihr eigentlich diese Berge an Essen fair bekommen. Wir hatten Glück. Diese Stadtbewohner hatten Mitleid mit uns, weil wir auf Reisen sind. Sind alles Geschenke von den netten Pokémon am Platz. Ah ja, seid auf Reisen. Vielen Dank, ihr zwei. Ach übrigens, darf ich fragen, was euch heute zu uns geführt hat? Wollt ihr der Hauptstadt besichtigen? Skoppel führt euch gerne rum. Er redet der dritten Person von sich. Heute ist aber schon spät und Skoppel ist müde. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Wir sind hier, um das Outquartier zu besichtigen. Wir sind hier, um für euch zu arbeiten. Wir wollen Mitglieder eures Forscherteams werden. Was? Ihr wollt Mitglieder unseres Forscherteams aufgenommen werden? Wir würden ja den Wunsch euch gerne erfüllen, aber immerhin steht ihr in eurer Schuld, weil ihr uns das Essen gebracht habt. Aber das wäre gegen die Regeln. Ja, so ist es, Kinder sind in unserem Forscherteam leider verboten. Es tut uns wirklich leid. Das wissen wir bereits, aber wir können die Ausnahme machen, oder? Wir würden einfach alles dafür tun und natürlich auch richtig hart arbeiten. Bitte nehmt unser Forscherteam auf, ich flehe euch an. Alles klar, dürft mitmachen. Flauschling, du kannst es nicht einfach so entscheiden. Ja, die Entscheidung liegt ganz also, die ganz, ich weiß keine Entscheidung. Ah, keine Entscheidung? What the fuck? Ich meine, keine Stimme, keine Gescheite. So. Ja, die Entscheidung liegt ganz allein am Teamleiter. Das weiß sogar Skopper. Du bist nicht der Teamleiter, Flauschling. Der Teamleiter würde bestimmt genau das gleiche sagen, wenn er hier wäre. Das glaubst aber auch nur du. Du weißt doch, dass der Teamleiter das Verbot ausgesprochen hat und verhängt hat. Alles klar, ihr dürft weiter mitmachen. Tatsächlich Amphoros. Der Teamleiter und Flunkiefer. Wir kommen zurück. Hallo zusammen. Amphoros? Was machst du denn hier? Oh, ihr seid die beiden Kinder aus Ruina, oder? Oh, lange nicht gesehen.
Oh, Skoppel ist verwirrt. Kannst du die beiden etwa Teamleiter? Und ab, Skoppel. Wir haben zusammen einiges erlebt. Und deshalb habe ich einen Wunsch, in unser Team aufgenommen zu werden. Erfüllt. Was? Aber Kinder und so, die sind doch verboten. Ja, ah ja, das Verbot. Stimmt, da war ja was. Welche Hunger hat die lästige Regel eigentlich einfallen lassen? War ich das? Ach ja. Leider ja. Diese Regel stimmt von dir höchst persönlich. Verstehe, verstehe. Peinlich. Hilft nur eins. Das Verbot ist mit sofortiger Wirkung abgeschafft. Was? Koppel versteht die Welt nicht mehr. Was gibt's da nicht zu verstehen? Die Sache liegt doch auf der Hand. Ich habe das Verbot selbst aufgestellt. Also kann ich es auch wieder abschaffen. Wo er recht hat, hat er recht. Wenn der Teamleiter. Wenn der Teamleiter das sagt, Skoppel. Sind alle mit der Entscheidung einverstanden? Oh. Dann ist die Sache besiegelt. Hiermit darf ich feierlich zwei neue Teammitglieder in unser Team, in unserem Team begrüßen. Willi und Huben. Hubenex, genau. Hubex aus Ruhenau. Bitte seid alle nett zu ihnen. Wir werden euch bestimmt nicht enttäuschen. Auf gute Zusammenarbeit. Ebenso. Legt euch ins Zeug. Na gut, dann wird's wohl für eine Vorstellungsrunde. Ich bin Bamelin, einer der Forscher hier. Mein Spezialgebiet ist die Forschungsarbeit auf und im Wasser. Und jetzt ich. Mein Name ist Flapterix und ich bin Forscher. Ich bin für die Luftaufklärung zuständig. Ich dachte, du kannst nicht fliegen. Na egal. Dabei kann ich gar nicht fliegen. Hä? Ja, da sag ich doch. Mann. Jetzt bin ich dran. Ich bin der Denne. Ich kümmere mich um den Funkverkehr. Und über meine Schnurhaare kann ich mit euch allen in Verbindung setzen. Freut mich, euch kennenzulernen. Okay. Jetzt ist Skoppel dran. Skoppel ist unterirdische Forschung spezialisiert. Und ich bin Froschling. Ich liege den ganzen Tag am Herd. Meine Arbeit ist es, alle zu bekochen. Meine Kochsysteme sind so fein, dass ich manchmal schwach werde. Genau, das ist das Problem mit dir. Du musst wirklich aufhören. Ich bin Flunkiefer, meines Zeichens Archäologin. Ich stelle Forschungen zur Weltgeschichte an. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt mich einfach. Gut, dann bin ich das Schlusslicht. Ich bin hier inzwischen, wie ihr wisst, ich bin Amphoros, Leiter des Forschungsteams. Mein Motto? Mit Style und Stil zum Ziel. Willkommen im Team. Alles klar. Aber was heißt hier Schlusslicht? Du bist in deinem Team, hast noch ein Teammitglied vergessen, Amphoros. Ach ja, er. Um diese Uhr schläft er bestimmt schon längst. Ich würde sagen, ich stelle bei nächster Gelegenheit vor. Sag mal, Amphoros. Wir wissen ja jetzt, dass du Leiter des Forschungsteams bist, aber hast du neulich in Ruhe noch nicht genau das Gegenteil behauptet? Ah ja, stimmt, ne? Sag mal, Amphoros. Also, ich rede ja schön jetzt wie Amphoros. Arbeitest du für das Forscherteam? Nein, tue ich nicht. Echt? Wirklich nicht? Stimmt. Da ist, hast du doch behauptet, dass du nicht fürs Forscherteam arbeitest. Ganz richtig, ich arbeite nicht für das Forscherteam. Das Forscherteam arbeitet für mich. Ich bin schließlich der Teamleiter. Alles, was mir mühsam erscheint, schiebe ich auf meine Untergebenen ab. Ey, das war also ganz schön gemein. Ich finde das auch gerade so unprofessionell. Das ist geil, da will ich eigentlich nicht arbeiten. Also, Morgenstellenanzeige im Arbeit und die Freunde. Das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Tut jetzt nichts Unüberlegtes. Tja, wer weiß? Kommt, Willi und Tubex. Ich zeige euch euer Zimmer. Okay. Was, seid ihr jetzt etwa wirklich böse? Wir gehen am besten langsam mal ins Bett. Und lassen das ganze Essen am Tisch. Gute Nacht, Amphoros. Hat er so sich selbst gesagt. Oh, jetzt sitze ich in dort hinter, seufzt. Aber Amphoros. Flugkiefer, bitte versprich mir, dass du zumindest im Stich lässt. Der Witz wird langsam ein bisschen alt. Genug herumgearbeitet. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du die zwei ins Team aufnimmst. Oh, ich weiß. Ich bin ehrlich gesagt selbst ein bisschen überrascht. Aber
Die beiden fielen mir mit ihren starken Ausstrahlungen und in Ruhenau einfach ins Auge. Ich hoffe, ich habe mich vor ihrer Ausstrahlung nicht blenden lassen. Aber diesmal werde ich mir keine Fehler erlauben, solange ich mit der Kraft unterstütze und auf sie hoffe, es wird alles gut gehen. Aber dafür brauche ich Unterstützung des ganzen Teams. So, so, da wären wir. Wow, ihr habt Glück gehabt, dass ein Zimmer für euch frei ist. Wir ein Zimmer für euch frei haben. Ja, müsste eigentlich groß genug für euch beide sein. Sag mal, die Dinner. War das vorher ein Ärgernis immer, dass ihr vor allem das Zimmer. Ach, das. Ja, das war doch alles nur Spaß. Keine Panik. Hier verlässt niemand das Team. Bloß einen ruhigen Gang. Ja, ruhigen Gang runter. Ich kann schon wieder nicht lesen. Bruder, bin ich aber beruhigt. Bestimmt müde von unserer Reise. Schlaft jetzt euch mal ein bisschen aus. Ich trete ja auch jetzt langsam den Heimweg an. Ich wohne nämlich nicht im Hauptquartier. Aber wenn es irgendwas gibt, helfe ich beim Teammitglieder sicher gerne weiter. Also dann, gute Nacht. Danke, du auch. Huex, Willi. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wahrscheinlich die Forscher im Forschungsteam. Ja. Wir haben es wirklich geschafft. Ja! Ja, das sind Betten aus Heu. Aber halt. Ich will keinen Ärger kriegen. Wir sollen wir etwas leise sein? Immerhin ist es schon spät. Ja, es ist auf jeden Fall geschafft. Wir sind jetzt Teil des Forscherteams. Heute sollten wir mal schnell schlafen gehen. Morgen erwartet uns nämlich viel Arbeit. Das stimmt. Wir sind also im Forscherteam. Alles klar. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Huwex. Heute ist unser erster Arbeitstag als Mitglieder des Forscherteams. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen nervös, aber lass uns trotzdem alles geben. Der Alltag im Forscherteam. Ach ja. Ich erinnere mich, der Kaczak-Turm wurde gestern bei diesem Unfall zerstört. Ich verstehe. Das ist also schon wieder kaputt. Ach ja. Schon wieder? Wieso denn schon wieder? Sachen gestern war leider kein Einzelfall. Der Kaczak-Turm ist schon mehrmals zu Bruch gegangen. Was, wirklich? Zu Bruch gegangen ist doch gut. Die anderen haben ihn zerstört. Oh je, meine ganze Arbeit, alles futsch. Bei schien diesmal alles glatt zu gehen. Lass dich nicht unterkriegen, Flapterix. Statt den Kopf hängen zu lassen, solltest du dich lieber doppelt ins Zeug legen. Bitten wir Chirachi eben nur mal. Chirachi? Cool. Eben doch mal drum, den Kaczak-Turm für uns zu reparieren. Sobald er repariert ist, können wir uns aufs Neue damit anfangen, einen Weltkarton zu fertigen. Wer war nach Flapterix nochmal dran? Gute Frage, wer war das noch gleich? Skoppel? Ich war das sicher nicht. Skoppel kann sich nicht mehr erinnern. Egal, das ist nur festlegen, dass der Kaczak-Turm repariert wurde. Jetzt bekommt unser Neuzuwachs erstmal einen offiziellen Forscherbeutel. Willi und Huwex, heute Teil des Teams, haben einen offiziellen Forscherbeutel erhalten. Der offizielle Forscherbeutel funktioniert genau wie der Junior-Forscherbeutel. Eure Connect-Sphäre. Sphäre. Könnt ihr noch benutzen? Sie sollte für eure Aufgaben genügen. Auch eine Sache zu euren Junior-Forscherabzeichen. Sie sind wirklich gar keine Junior-Forscherabzeichen. Sie sind waschechte, offizielle Forscherabzeichen. Ihr könnt sie daher einfach weiterverwenden. Also dann, meine lieben Freunde, lasst uns heute wieder alles geben. Jawohl. Und mein Headset ist ausgegangen. Sehr schön. Oh, wartet ihr mal. Ich hätte noch eine kleine Bitte. Schieß los, egal was es ist, wir geben unser Bestes. Ach ja, das wird bei dieser Auge nicht nötig sein. Ich möchte nur, dass jetzt Chirachi für mich aufweckt. Chirachi? Genau, der Gute ist ein ziemlicher Langschläfer, müsst ihr wissen. Ist er erstmal eingeschlafen, kommt er so schnell nicht mehr aus den Federn. Aber das nur nebenbei. Chirachi schläft den Stock weiter oben. Sag ihm bitte, dass ich mit ihm sprechen will. Okay, erstmal speichern. Cool.
Gut, dann gehen wir mal ganz gechillt zu Chirachi und werden ihn aufwecken. Oder was auch immer. Keiner hier? Ah doch, hinten schwebt was, stimmt. Wow. Chirachi schläft. Okay. Echt beeindruckend, oder? Dieser Raum wohl... Wozu dieser Raum wohl dient? Oh, ich sah hinten. Das Pokémon, das in der Luft schwebt und sich vor sich hindöst. Es könnte Chirachi sein. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin Chirachi. Wusste ich's doch. Hey, los, aufwachen. Einfach, ich will mit dir reden. Ja, okay. Aber ich bin viel zu müde. Ich werde noch etwas dösen. Tut mir leid. Ach, und außerdem. Ich habe offenbar sehr unruhig geschlafen und drehe mich ständig hin und her. Also, wenn ich gerade neben mir stehen sollte, kann es passieren, dass ich euch ungewollt angreife. Nehmt mir das bitte nicht übel. Was? Seht euch vor. Really? Really? Okay, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Okay, dann werden wir mal Chirachi angreifen. Nice. Konfusion. Oh, das macht ordentlich Damage. Das ist nicht so geil. Ich habe mich darauf vor allen Dingen nicht vorbereitet. Schlafzeug. Also er schläft ja schon. Das war doof von mir. Oh Gott. Fuck. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Dammit. Wunschtraum. Oh Gott. Das könnte sehr nervig werden tatsächlich. Wieso hätte ich 160 erstmal aufgefüllt? Okay. Ich glaube, wir haben ein leichtes Problem tatsächlich. Haben wir. Das ist doof. Wenden wir mal den Chaos ab. Ist vielleicht nicht so schlecht, tatsächlich. Es ist zurückgeschreckt, sehr schön. Aua! Das ist doch Mist. Das ist doch der Mist. Oh Mann. Alter, das macht einfach viel zu viel Damage. Ist zurückgeschreckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, nice, wir haben es geschafft. Holy shit, das war dann doch knapper als gedacht. Aha. Was geht denn hier? Hier gerade vor sich. Kiss mir hinten Wunsch schon irgendwas. Nee. Ah, aufgewacht. Okay. Wahaha. Jetzt bin ich hellwach. Da wurde ganz uns aus einem Traum gerissen. Hm. Na nun, wer seid ihr zwei? Tatsächlich, ihr kommt mal meinen Traum vor. Die Erinnerung ist etwas verschwommen, aber ich bin in meinem Traum bei dir, ja, in den Heldenkopf verwickelt. Das war echt merkwürdig. Also Pokémon auf meinem Traum dann einmal direkt vor mir. Sagt ihr mal, ihr zwei, seid ihr vielleicht Elfen? Aber, ah nein, wie kommst du darauf? Wir sind doch keine Elfen. Ich bin Willi und das ist Huvex. Wir sind gerade dem Forscherteam beigetreten. Dem Forscherteam? Ah, das sind die Neuen. Genau. Und Ampharos hat uns gebeten, dich aufzuwecken. Oh, verstehe. Warum hat ihr beides nicht gleich gesagt? Haben wir? Gut, dann will ich euch ganz mal offiziell forschen. Los geht's! Ich wurde im Inneren einer Höhle auf einem Stern geboren. Und erforsche diesen Planeten den Lauf der Sonne und der Sterne. Ganz nebenbei. Lasse ich euch noch Wünsche in Erfüllung gehen. Naja, vielleicht. Kurzum, ich bin Chirachi, Astronom des Forscherteams und Genie. Sehr erfreut. Da ich schnell müde werde, kann ich nicht die ganze Tag in dem Teleskop verbringen. Wenn ihr mich entschuldigt und ich gerne werde, willst du schlafen. Gute Nacht. Ey, warte nicht so schnell. Okay.
dann würde ich es mal sagen, ich lasse es für heute gut sein. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin spielt schon brav weiter.